Gemeinde, ich freue mich hier zu sein. Ihr wart so anfangs die Ersten, die mir mein Glaubensleben so begegnet sind. Ich habe hier viel gelernt, ich habe hier Bibelstunden bekommen und da konnte ich mein Fundament drauf gründen. So. Ich freue mich einfach, euch zu sehen. Ich freue mich. Wisst ihr, ich habe mir damals gedacht, ich werde niemals, niemals vorne stehen und reden. Das ist nicht mein Ding. Auf keinen Fall. Aber wenn Gott sagt, was soll ich denn sagen? Hier bin ich. Darum bin ich hier. Manche kennen mich noch gar nicht und andere haben mich schon seit vielleicht 2 Jahren nicht gesehen oder 3. Sorry. Ich weiß nicht, ich bin einfach immer nach Tübingen gegangen, das war so nah. Aber ich habe immer wieder an euch gedacht, ja? Nicht, dass ihr denkt, ich denke nicht an euch. Das ist es nicht. Ja? Na, siehst du. Ich weiß noch, damals habe ich vor meiner Taufe erzählt, weil ich dachte, man muss hier vorne stehen und erzählen. Das habe ich dann gemacht, was mir passiert ist. Ich werde euch noch einmal das erzählen, was mir damals begegnet ist, wie ich zum Glauben kam. Weil viele wissen es nicht und andere haben es vielleicht vergessen. Und ich habe gemerkt, das tut einfach den Menschen gut, irgendwie so persönliche Dinge weiterzugeben, die einen mit Gott geschehen sind. Genau. Und so möchte ich anfangen. Und zwar bis zum Jahr, ja, gehen wir mal zum Jahr 2007. Da war ich noch ein knallharter Atheist. Aber vielleicht wollt ihr vorher wissen, was ich gerade mache. Das wollte ich euch auch mitteilen. Ich arbeite gerade in einer Lackfirma und dort in der Qualitätskontrolle. Ja, wenn ihr euch fragt, was macht denn der jetzt eigentlich? Ich bin kein Pastor oder so ein Sprecher oder so ein Zeug eigentlich, aber wenn man mich braucht, dann bin ich schon da. Genau. Also im Jahr 2007, bis dahin war ich nur ein knallharter Atheist. Ich bin geboren und aufgewachsen in Reutlingen und ich lebe da immer noch in Reutlingen. Es ist für mich keine schöne Stadt, aber ich wohne da halt. Und als Atheist habe ich nie verstanden, absolut nicht, warum glaubt man überhaupt an einen Gott? Warum soll ich an etwas glauben, was einfach nur erfunden worden ist? Ein Märchen. Einfach nichts. Ja? Das war meine Vorstellung von Gott, wenn ich mal an Gott gedacht habe. Ein Märchen. Das gibt's nicht. Ist halt Zufall und so, wie wir existieren hier und was erschaffen worden ist. Kommt vor, warum nicht? Und ich habe selber einen Verstand, ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was falsch ist. Und ich möchte nur das Gute tun, also tue ich nur das Gute. Ich brauche niemanden, der mir sagt, was richtig ist und was falsch. Das kann ich doch selber entscheiden. Und so habe ich gelebt. Ich hatte aber ein Problem und das Problem war, mich hat es immer schon gestört, die Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Das hat mich immer gestört. Warum gibt's das? Warum haben einige Länder nichts zu essen, während andere es wegschmeißen? Warum können einige Kinder zur Schule gehen und andere müssen ackern und arbeiten, haben keine Kindheit? Mich hat das so gestört immer. Ich habe mir mal gedacht, einfach mal die Ursache von dieser Ungerechtigkeit zu suchen. Ich dachte mir, ich habe mir vorgestellt, wenn ich sie gefunden habe, werde ich sie eliminieren, dann gibt es die nicht mehr. Dann sind wir alle gleich, haben alle Frieden. Ja, ich kam dann mal zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass nicht Geld die Ursache von dem Bösen ist. Geld an sich ist nicht böse. Ja? Du kannst reich sein und immer noch ein Mensch, der viel spendet, anderen hilft.
Du kannst auch egoistisch werden. Es kann Menschen vielleicht verändern, aber es war nicht das Geld. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, es gibt tatsächlich eine Absicht dahinter, hinter dem Bösen. Also hinter der Ungerechtigkeit. Ich habe aber nicht verstanden, warum. Wer hat denn Gefallen an etwas, was Leid zufügt? Ich nicht. Und doch sonst kein anderer Mensch. Das will doch keiner. Ich habe mir nicht vorstellen können, wo der Grund da ist. Wer will das denn? Auf jeden Fall vergingen die Jahre. Und diese Sache hat mich immer beschäftigt. Und dann kam ich zum Punkt 2007. Ich habe meinen Wagen zur Werkstatt gefahren, hatte eine Stunde Zeit und bin dann, das war so Mittagszeit, mittagsrum, bin ich da rausgegangen und während ich da laufe, kamen wieder die Gedanken. Woher kommt die Ungerechtigkeit? Und dann kam ein Gedanke, ganz schnell und verschwand gleich wieder. Ich so, wow, was war das? Das hatte ich noch nie. Komm mal her, du Gedanke, was war das gerade? Was habe ich gesehen? Und ich habe in meinem Kopf gesehen, dass es Satan ist hinter dem Bösen. Uff. Als ich das erkannt habe, wurde es um mich herum plötzlich hell. Ich habe nach rechts geschaut, da war nur noch Licht. Ich habe nach links geguckt, da war nur noch Licht. Und sogar der Boden, auf dem ich stand, nur noch Licht. Und als ich meine Augen aufhob, hochschaute, da war der Ursprung von dem Licht. Da war Gott. Aber ich bin Atheist. Ich glaube nicht. Und jetzt ist plötzlich Gott da. Und so kamen meine Worte. Was? Es gibt dich? Perfekt. In der Bibel heißt es ja, man hat Gott noch nie gesehen. Aber dort heißt es auch, der, der dich in ein Gewand hüllst wie in einem Licht. Und dieses Licht habe ich gesehen. Er war richtig perfekt, sauber. Eine Wärme, eine Heiligkeit, eine Atmosphäre, so, oh. Hatte ich so noch nie erlebt. Ich kannte sowas nicht. Und ich wusste, kein Zweifel, ich stehe gerade vor Gott. Und während ich ihn so anschaue, konnte ich ihn nicht mehr angucken. Ich musste wegschauen. Ich musste auf den Boden gucken, weil ich mich furchtbar geschämt habe. Ich habe mich plötzlich furchtbar geschämt. Ich konnte mich sehen, wie Gott mich sieht. Ich habe gesehen, dass an mir überall Dreck klebt. Und ich dachte, was ist das denn? Überall. Das war kein Dreck, das ich irgendwie wegwaschen könnte. Es war schon richtig ein Teil von mir. Und ich gucke und ich erkenne, was das ist. Das ist mein Leben, meine Taten. Ich habe immer gedacht, ich sei ein guter Mensch. Und jetzt sehe ich, ich bin der dreckigste Mensch, den ich kenne. Überall. Und ich denke über die ganze Situation, über ein ganzes Leben nach und denke, ja, ich habe verloren. Ich habe mein Leben gelebt ohne Gott. Jetzt muss ich den Preis dafür zahlen. Und das einzig logische, konsequente, das Faire, was ich fand, ist, ich muss sofort sterben. Gott war immer noch da. Also habe ich allen Mut zusammengefasst, habe dann direkt zu ihm geguckt und habe dann gesagt, du hast recht, ich verdiene die Strafe. Als ich das gesagt habe, kam wie ein Panorama ganz viele Bilder. Er hat mir gezeigt, was auf dieser Welt los ist. Auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite der Satan und die Erde ist dazwischen. Die nächste Szene, auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Satan, die Kriege, die nächste Szene. Und es ging so weiter, überall, in der Familie, in der Arbeit. Und mir wurde es klar, wir sind mitten in einem Krieg zwischen Gott und Satan. Die Erde ist im Schlachtfeld. Hier findet alles um uns herum statt. Und als ich das so sehe, fiel eine Last von mir. Auf einmal wurde ich frei. Ich habe mich so frei gefühlt. In Johannes 8, 32 heißt es, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit erkennen.
wird euch frei machen. Oh, ich habe dieses Freie erlebt. Ich hoffe, ihr erlebt es auch oder habt es mal erlebt, wie es einen befreit, einfach die Wahrheit zu bekommen. Und ich dachte mir, wie kann dieser Gott, den ich mein Leben lang verleugnet habe, Leute ausgelacht habe, die an ihn geglaubt haben, ihn verspottet habe, wie kann dieser Gott mir, der ich jetzt gleich sterben werde, noch Frieden geben? Warum ist Gott so gut zu mir? Ich dachte, schade, dass ich den nie früher kennengelernt habe. Schade, jetzt ist vorbei. Und ich gucke mir die Bilder an und die Szene verschwindet, die nächste Szene kommt. Die Erde. Ich schaue sie mir an. Und die ist rund und irgendwie zusammengebaut, wie aus kleinen Puzzleteilen, aber die nicht ineinander passen. Alles wackelt, die ganze Erde. Und ich schaue sie mir an und ich erkenne, was Gott mir hier zeigt. Er zeigt mir die Welt, die ich mir selber aufgebaut habe. Eine Welt ohne Fundament. Ich habe auf Lügen gebaut. Evolution, Fakt, war für mich Fakt. Es gibt keinen Gott, wir sind Zufall, Fakt. Das waren die Teile, aus denen meine ganze Welt besteht. Einfach auf Lügen. Und ich dachte, ja, das ist das Letzte, was ich jetzt sehen werde. Aber das ist fair. Ich bin böse. Ich habe gelebt ohne Gott. Jetzt ist es gleich aus mit mir. Und ich gucke die Welt an. Sie fängt an, von unten nach oben zu zerbröckeln. Sie geht richtig kaputt. Und die Teile, erst sind sie groß und die werden immer feiner wie Sand. Und ich schaue den letzten Stück an, wie er zerbröckelt, runterfällt. Und wie Sand wird auf dem Boden. Und der Sand so. Und plötzlich stand ich wieder da auf der Straße, wo ich gerade eben war. Und alles war weg. Und jetzt musste ich erst mal selber mich betasten, ob ich noch echt bin oder nicht. Und ich habe mich immer noch fest angefühlt. Und jetzt habe ich gar nichts mehr verstanden. Ich dachte, ich werde jetzt tot sein. Warum bin ich hier noch? Und Gott war jetzt nicht mehr da. Ich stehe noch hier. Was mache ich denn jetzt? Wann wird denn Gott mich jetzt töten? In einer Stunde? Einen Tag? Eine Woche? Dann habe ich halt so gedacht, okay, solange Gott mich noch nicht getötet hat, kann ich mal gucken, was ich vielleicht über diesen Gott erfahre. Ich kenne ihn ja gar nicht. Er hat ja nicht mit mir geredet, hat mir halt Bilder gezeigt. Aber wisst ihr, ich hatte mit Religion sowas absolut nichts am Hut, gar nichts. Und ich habe bei mir selbst gedacht, so, boah, wo fange ich da bloß an? Und dann von der einen Seite ganz laut, Jesus! Ich dachte, Jesus? Wer ist Jesus? Warum Jesus? Ja, irgendwie ein guter Mensch, er konnte mit Händen heilen. Aber was kann er mir denn über Gott erzählen? Nichts, dachte ich. Ich konnte die beiden nicht irgendwie zusammenbringen. Hä? Wieso denke ich an den? Weg, geh mal weg aus meinem Kopf. Als rausgetan, von der anderen Seite kam die Bibel. Ich dachte so, oh, die Bibel. Ja, da könnte doch was drinstehen von Gott. Aber da kamen irgendwie Hintergedanken. Nein, die Bibel ist ein viel zu altes Buch, ein altes Deutsch. Und dazu musst du erstmal studiert haben und so. Und das hast du alles nicht. Das wirst du niemals verstehen können, vergiss es. Ich dachte so, oh ja, stimmt. Ich bin gar nicht so klug. Dann dachte ich, okay, was dann? Der Koran, die türkische Version der Bibel? Mein Türkisch ist zweimal schlechter wie mein Deutsch. Das verstehe ich auch doppelt nicht. Ja, dann war ich offen. Ich wollte alles aufsaugen, was ich von diesem Gott bekommen kann. Alles, absolut alles. Meine Ohren, Augen, Herz war offen. Und so bin ich dann durchs Leben gegangen. Es vergingen Monate und wisst ihr, wie viel Flyer ich in die Hand gedrückt bekommen habe oder etwas von Gott gehört habe von jemandem oder so? Nichts. Gar nichts. Ein Arbeitskollege hat mir mal erzählt dann,
dass seine Frau mit Händen heilen kann. Ich dachte so, Hände heilen? Hände heilen. Jesus konnte Hände mit Händen heilen. Und Jesus war irgendwie ein guter Mensch. Mehr wusste ich nichts von ihm. Dann dachte ich, okay, cool, da kann ich doch das machen. Das ist bestimmt was Gutes und Gott mag doch gut sein. Er ist ja gut. Also bin ich dann voll in die Esoterik rein. Ich bin in die Esoterik reingekommen. Auch das mit dem Händen heilen und so habe ich dann gelernt bekommen. Ich bin da auch aufgestiegen. Da habe ich dann auch so eine komische Geistestaufe bekommen. Und dann durfte ich das machen. Und dann konnte ich das auch so machen. Und ich habe mir auch Bücher geholt. Alle möglichen esoterischen Bücher, was ich nur kriegen kann, um einfach den Gott kennenzulernen. Denn für mich war es klar, ich habe ihn doch gesehen. Es ist nur ein Gott. Es ist derselbe Gott. Jeder muss doch denselben Gott anbeten. Es gibt ja keinen anderen. War für mich ganz klar. Logisch. Deshalb bin ich halt in der Esoterik gelandet. Habe ich gedacht, boah, das ist das Perfekte für mich. Das ist die Bibel in modern. So habe ich gedacht. Für den modernen Menschen, ganz einfach zu verstehen. Nicht so altes Deutsch oder so. Ja. Währenddessen habe ich auch mir Vorträge angeguckt, viele Vorträge. Und ich habe dann auch irgendwann mal erfahren, dass Juden kein Schwein essen. Das wusste ich damals gar nicht. Und dass Jesus auch ein Jude war. Und dachte ich so, oh, der ist ja wie die Türken oder so. Die essen auch kein Schwein. Wir hatten uns dann auch einmal im Monat samstags getroffen bei der esoterischen Gruppe, wo ich mit Händen heilen konnte und so. Und da waren jedes Mal die ganzen Engel da und Erzengel und so. Die konnten sie immer sehen, da guck mal, der ist wieder da und hier und da. Ich habe geguckt, ich habe sie nie gesehen. Ich dachte so, Mann, wieso sehe ich die nicht? Wieso seht ihr die immer? Und es gab auch so eine andere Frau, sie hatte so zwei Wesen immer bei sich. Die konnten ihr immer alles erzählen von der Vergangenheit und von der Zukunft. Und einmal hat sie plötzlich angefangen, ich weiß nicht warum, sagte, ja, Jesus hat auch Schwein gegessen, Jesus hat auch Schwein gegessen. Ohne Grund. Ich dachte so, hä? Jesus hat Schwein gegessen? Der war doch ein Jude und Juden essen kein Schwein. Warum redet sie? Und wieso sagt sie das so oft? Das will ich doch gar nicht hören. Und dachte ich mir, was sind das eigentlich für Wesen, mit denen sie da immer spricht? Die ihr immer die Wahrheit sagen von Vergangenheit und so. So. Ein bisschen stutzig geworden. Ich habe dann weiter im Internet auch mir Vorträge angeguckt und da stieß ich dann auf einen, der heißt Roger Monroe, ja, manche kennen ihn, wie er, 3-Stunden-Video, seine Bekehrung erzählt vom ja, Satanismus zum Adventismus, zum Glauben. Und als ich mir den so angehört habe, hat er so anders gesprochen wie das, was ich in der Esoterik gelernt habe in den 2 Jahren. Wisst ihr, bei der Esoterik war es so, oder als Atheist ist es so bei mir gewesen, ich habe nie eine klare Antwort, was passiert eigentlich nach dem Tod. Ich habe mir versucht vorzustellen, was passiert dann? Einfach schwarz, alles fertig. Und bei der Esoterik war es irgendwie auch dasselbe Gefühl hatte ich, was passiert. Manche sagen Reinkarnation, manche sagen, man steigt auf oder hier und da. Es gibt nie wirklich so eine klare Linie, wo man sagen kann, so. Und das hat mich auch genervt. Und der hat so anders gesprochen, ganz anders, dass ich ihn geglaubt habe. Nach dem Vortrag habe ich dann meine Urkunden, was ich hatte, verbrannt und die esoterischen Bücher weggeschmissen und habe damit sofort gebrochen. Und jetzt war ich doppelt sauer auf den Satan. Ich war so wütend auf ihn. Ich habe gedacht, wenn ich den erwische, ich schlage ihn zusammen. Ich war so wütend auf ihn. Als Atheist hat er mich schon blind gehalten, als ob es ihn nicht geben würde und so. Und jetzt in der Esoterik, ich habe gedacht, da bin ich voll sicher, voll auf der Seite von Gott, in der Machenschaft schon wieder von Satan. Und ich war so doppelt wütend auf ihn. Ich habe gedacht, oh, dich erwische ich noch. So, und dann habe ich jetzt mir angefangen, nur noch Vorträge anzuschauen, in dem auch Bibelzitate mitkommen. Kommt keine Bibel vor, dann war das nicht mehr mein Vortrag, ganz einfach. Ich wusste nicht mehr, was kann ich trauen, was nicht. Aber das war so überzeugend, der Mensch, der da immer wieder mit der Bibel geredet hat. Okay, Bibel muss dabei sein, sonst ist es kein Vortrag für mich. Und so stieß ich dann auf einen, mancher kennt ihn, der heißt Professor Veit. Ja.
Der hat so ein Offenbarungsseminar und so, geht auch voll lange, 28 Folgen oder so, 1-2 Stunden. Ich habe die mir so genüsslich angeguckt. Für mich war das, boah, jeden Tag einfach nach der Arbeit 1-2 Folgen, so 3, das hat mich nicht gestört. Und noch andere Leute mit, ja, oft so Bibelverse waren dabei. Ich wollte ja den Gott kennenlernen. Und das war halt auch so, ich konnte auch keinen von meinem Erlebnis erzählen. Ich kannte keine gläubigen Leute. Wisst ihr, was sollte ich denn sagen? Ja, übrigens, ich bin Gott begegnet. Hallo? Das konnte ich nicht. Ich habe mir auch mal ganz kurz überlegt, vielleicht in eine Kirche zu gehen. Aber der Gedanke kam gleich wieder weg, weil ich konnte nicht in eine Kirche. Es gab ein Problem. Ich war früher, ja, als Atheist, wollte ich mal in so Bars gehen oder Diskos und so ein Zeug. Und da hat es Türsteher. Und die sind so empfindlich gegenüber mir. Die mögen mich null. Und ich durfte nicht rein. Ich durfte nicht rein. Okay. Und ich habe dieses Bild auf die Kirchen projiziert. Weil für mich ist klar, Christen wollen nicht, dass andere Nicht-Christen zu ihnen kommen. Ich bin auch noch Türke, die wollen ja nicht, dass ich da bin. So, das war mein Gedanke. Ich kann also nicht in eine Kirche gehen. Das geht nicht. Sie hassen mich. Deshalb war die Tür für mich auch zu. Also habe ich halt immer versucht, alleine hier durchzukommen irgendwie. Und auch niemandem erzählt, was passiert ist, was soll ich denn sagen, wusste ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mir angefangen, die Vorträge anzuschauen. Ich habe vieles nicht verstanden von dem, was weiter erzählt hat. Frau, Hure, Babylon, aber ich habe es so genüsslich aufgenommen. Aber einige Sachen habe ich verstanden. Er hat dann mal über die 10 Gebote gesprochen. Ich dachte so, oh cool, ja, Gott hat 10 Gebote, so, alles klar, okay. Da hat er gesagt, dass der heilige Tag eigentlich der Samstag ist und nicht der Sonntag. Und ich dachte so, okay, dann ist halt so. Aber dann hat er etwas gesagt. Er hat dann gesagt, Satan hasst es, wenn Menschen den wahren Sabbat halten. Und der Vortrag ging aus. Und dieses schwarze Bild, und ich gucke noch immer hin. Und in meinem Herzen so, boah, Satan hasst es, wenn Menschen den Sabbat halten, der, auf den ich so wütend bin. Ich habe mir fest vorgenommen, mein Herz so, boah, von nun an werde ich dich fertig machen. Ich werde jeden Sabbat halten. Guck. Also, wie hält man den Sabbat? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gehört, man kauft und verkauft nicht. Dann wurde es Samstag. Ich bin halt rausgegangen, durch die Stadt, in die Läden rein und gucke mir die Klamotten an. Und während ich sie mir so angucke, kommt eine Verkäuferin und fragt, kann ich Ihnen helfen? Ich habe gesagt, nein, nein, danke, es ist Samstag, ich kaufe nichts am Samstag, es ist so ein heiliger Tag und ich gucke nur. Und das waren so meine Sabbate halt. Und ich dachte so bei mir selbst, das ist mir noch nicht genug. Ich war doppelt wütend auf den Satan. Und der hat ja die ganze Welt blind gemacht mit diesem Sonntag. Also habe ich mir vorgenommen, ich werde jeden Sonntag brechen. Wie bricht man einen möchtegern heiligen Tag? Mit kaufen oder verkaufen? Also kam der Sonntag, dann gehe ich zum Bäcker, weil die haben nur offen, und kaufen Brot. Ich nehme das Brot, ich bin draußen, ich gehe raus, ich nehme das Brot und gucke es an. Ich sage, guck mal, Satan, ich habe am Möchtegern heiligen Tag Brot gekauft. Ich habe ihn gebrochen. Das tut so gut, am Sonntag zu kaufen. Das habe ich dann jeden Sonntag gemacht. Ob ich Brot brauchte oder nicht, das war mir egal. Ich musste ihn einfach nur brechen irgendwie. Ich kam zu einem Punkt, ich war ja immer alleine, wo ich gemerkt habe, dass ich irgendwie nicht wachse geistlich. Irgendwo bleibe ich stehen. Ich wusste jetzt nicht, warum.
Während ich so sonntags zum Bäcker laufe, laufe ich an verschiedenen Kirchen, Gemeinden vorbei. Und ich dachte so, oh, die armen Leute, die haben keine Ahnung, dass eigentlich der Samstag der heilige Tag ist und nicht der Sonntag. Jedes Mal. Aber an einem Tag habe ich die so gesehen. Und habe gedacht, oh, eigentlich sind die viel weiter wie du, wie ich. Die haben vielleicht den Sabbat nicht erkannt, okay. Aber die haben etwas, was ich gar nicht habe. Das ist Gemeinschaft. Ich habe das nicht. Und ich kann nicht dahin. Ich habe insgeheim auch gehofft, vielleicht, wenn ich da mal vorbeilaufe, spricht mich mal einer ein und lädt mich ein, dass ich mit rein kann, dann dürfte ich ja rein, theoretisch, weil es einer von denen gesagt hat. Aber so war es für mich einfach mein Denken. Die hassen nicht Christen und vor allem halt Türken, weil Türken sind ja, müssen Muslim sein oder so. Und die wollen mich auf keinen Fall da drin haben. Dann habe ich gedacht, oh, die haben es so gut, die gehen jetzt rein und können gleich von Gott was hören. Ja. Und ich habe ja auch gesehen, wie dreckig ich bin. Konnte ich auch verstehen, dass sie so einen nicht haben wollen bei sich. Dann habe ich halt weiter meine Vorträge angeguckt. Und bei einem Vortrag hieß es dann, wer gerettet werden will, der muss getauft werden. Ich dachte, gerettet werden, bei mir ist es zu spät. Aber wenn Gott doch mag, dass man sich taufen lässt, dann möchte ich auch, wenn ich schon verloren bin, trotzdem so leben, wie Gott es will. Weil ich wollte immer gut sein. Und ich habe gemerkt, Gott ist gut. Ich bin nicht gut. Dann würde ich mich doch gerne taufen lassen. Aber ich wusste nicht, wie. Ich dachte so, oh, da müsste ich ja zu den Menschen gehen. Aber die hassen mich, die wollen doch mich nicht. Ich habe dann einfach gefragt, zu Gott ist es okay, wenn ich mich selber taufe? Also bin ich in die Dusche rein. Hab die Dusche angemacht. Hab dann so, bin ich getauft? Hab mich abgetrocknet und dachte irgendwie so, ich glaube, es hat nicht funktioniert. Hat sich dann nicht so richtig angefühlt. So. Ich habe mir auch angefangen, die Bibel per Audio zu hören. Und dann kam eine Stelle in Matthäus 18, Vers 20. Dort heißt es, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten in ihrer Mitte. Und ich dachte so, boah, das ist ja logisch. Ich bin immer alleine. Und da müssen zwei sein oder drei und so. Und dann ist Gott da. Deshalb, ja, komme ich irgendwie nicht voran. Und mein Herz hat gebrannt nach diesem Vers. Es hat so gebrannt. Ich wollte doch das haben. Ich will doch, dass er da ist und kennenlernen. Und das Feuer wollte gar nicht aufhören. Ich habe einfach mal einen Freund angerufen, so ein Italiener, ein Katholik, katholischer, war mal getauft als Kind. Habe ich gedacht, komm mal her, ich habe was gefunden und so am Samstag. Vielleicht können wir mal was lesen in der Bibel. Ja, der kam, da habe ich ihn gelesen. Guck mal, wo zwei oder drei versammelt sind. Also ich hatte keine Bibel, aber ich habe sie per Audio. Da ist Gott mitten unter uns. Ich war voll begeistert, habe ihn so erzählt. Und er so, ja, okay, cool. Ich, ja, guck mal, das hat er gesagt. Und dann, vielleicht können wir beten und so. Ich kannte auch keine Gebete, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mal gegoogelt und da habe ich gefunden, Vater unser, der du bist. Dann habe ich das halt auswendig gelernt. Und das war das einzige Formel, die ich kannte. Ich wusste sonst keine Gebetsformeln, die Gott mag. Ja. Also habe ich das gesprochen und so habe ich meinen Sabbat zu Hause gemacht, mal mit so einem Freund. Aber danach, mein Herz hat immer noch nicht aufgehört zu brennen. Ich habe gespürt, wie dieses Herz mich zieht zu einer Gemeinde. Ich dachte, oh Gott, was soll ich machen? Die hassen mich, die wollen mich nicht. Aber es wollte nicht aufhören. Und dann dachte ich so, okay. Was wird passieren? Ich gehe hin, sie sagen, du kommst nicht rein. Und dann gehe ich halt wieder nach Hause, ist doch okay.
Also habe ich mir einen Schlachtplan ausgedacht. Ich wollte es so gut machen wie möglich. Ich dachte, nee, alleine mache ich das nicht. Ich muss den italienischen Freund anrufen, der ist wenigstens getauft, der ist sowas wie ein Christ wie Sie. Dann kann ich den mitnehmen. Aber ich dachte, welche Gemeinde denn? Denn für mich war es wichtig, die 10 Gebote. Also habe ich geguckt. Ja, die Adventisten sind so sabbathaltende Leute und so. War für mich wichtig, die 10 Gebote waren wichtig, der Samstag ist wichtig für mich. Also muss ich dann dahin, will ich zu keiner anderen. Aber ich dachte so, boah, wisst ihr, die Adventisten sind halt wieder so ganz andere Christen wie andere, weil sie einfach den Samstag halten. Du hast als Adventist gar keine Chance, nicht aufzufallen als Christ, wenn du deinen Glauben ernst machst. Und als Türke hatte ich auch nie eine Chance, in Deutschland nicht aufzufallen, weil ich bin immer der Türke. Und in der Türkei bin ich immer der Deutsche. Ich bin immer der Andere. Ich bin immer anders. Ich dachte ja, wenn ich wirklich mal zu Christen gehen sollte, dann wäre ich einer von ganz vielen und so. Also wir wären alle gleich. Ja, aber die Adventisten sind halt doch anders. Aber dann dachte ich, okay, die Adventisten sind anders. Ich bin anders, dann können wir doch zusammen vielleicht anders sein. Also habe ich den italienischen Freund angerufen, habe gesagt, komm, gucken wir mal uns die Gemeinde an und so. Komm. Und dann kam er. Mein Plan war, ihn vorzuschicken, dass er den Türsteher ablenkt und dann kann ich schnell hinten an ihm vorbei. Und so haben wir es gemacht. Er ist schnell vorgegangen, dann konnte ich schnell vorbei und dann war ich drin. Zum ersten Mal so. Und so hat es dann angefangen, dass ich die Gemeinde anfing, regelmäßig zu besuchen seit 2012. Reutlingen. Weil ich wohne in Reutlingen. Habe ich geguckt, die ist gar nicht so weit von mir. Ja. Der Freund wollte nicht mehr kommen. Und ich dachte, okay, dann versuche ich es halt alleine. Bis die mich rausschmeißen. Also bin ich hingegangen. Und wisst ihr was? Die haben mich bis heute noch nicht rausgeschmissen. Ich möchte euch was sagen, was erzählen, was zeigen. In Jesaja 6. In Jesaja 6 möchte ich euch was mitgeben. Denn guckt mal, Leute. Da draußen sind Menschen. Da draußen sind Ferdis. Von dem ihr nicht glaubt, ja, dass er vielleicht offen wäre. Aber er ist offen. Da draußen sind viele Ferdis. Ja. Und wenn wir ihnen nichts geben, schaut mal, wie Satan seine Jünger schickt. Ja? Der hat auch sein Evangelium, überall in der Esoterik und hört sich auch noch gut an. Ist aber eine Lüge, führt zum Tod. In Jesaja 6 heißt es, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich habe mir vorgenommen, jede Gelegenheit zu nutzen, um Menschen von Gott zu erzählen. Und hier möchte ich ein paar Erfahrungen erzählen. Diesen Sommer war ich in Tübingen. Da kam plötzlich einer zu mir, hat sich so gefreut, yeah, ich habe heute Geburtstag, ich bin 40 geworden und so. Ja, cool, Happy Birthday, ich kenne dich gar nicht, aber ja. Ich sagte, warte mal, hier, nimm ein Geschenk. Also habe ich ihm so einen Flyer gegeben, den da hier auch. Was macht Jesus jetzt? Und dann läuft er so rüber auf die andere Straßenseite, voll glücklich, ja, und geht. Und ich dachte, ich habe so zu Gott gebetet, oh Gott, bitte. Dass er den Flyer nicht wegwirft, dass er wenigstens einen Blick reinwirft. Einen Blick. Und ich schaue dann rüber, wie er stehen bleibt, den Flyer in zwei Hände nimmt und den Moment, als er Jesus liest, genau gesehen. Denn dann hat er ihn genommen und so geküsst. Und er dreht sich um und winkt und sagt, hey, hey, viel Spaß mit deinem Geburtstagsgeschenk. Ein anderer hatte so einen Stand aufgebaut und da stand, frag einen Atheisten.
ich hatte voll die Tüten, ich kam von Einkaufen, ich hatte keinen Bock zu reden, ich bin nicht so der Gesprächige eigentlich. Und ich habe gedacht so, ich werde ihn nichts fragen, außer Gott, du willst es. Nur wenn er mich anguckt, dann frage ich ihn. Also habe ich mit Absicht weggeguckt und ich laufe so. Und dann musste ich wenigstens einmal gucken und dann genau da geguckt, ach, alles klar. Habe ich gesagt, ja, was machst du denn da? Ja, was steht hier? Frag einen Atheisten. Habe ich doch. Was machst du da? Und da haben wir ein bisschen diskutiert. Ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich war auch mal ein Atheist und jetzt bin ich gläubig. Und er sagte, du hattest einen Grund. Du hattest also einen Grund. Genau das suche ich. Das möchte ich wissen. Warum? Wie kommen Menschen vom Atheismus zum Glauben? Das möchte ich verstehen. Denn ich kenne nur Leute, die darin geboren werden oder es einfach so annehmen, aber keinen wirklichen Grund haben. Und dann habe ich ihm erzählt, was passiert ist, wie mir Gott begegnet ist und. Und dann habe ich ihm am Ende so einen Flyer gegeben, habe ihn verabschiedet. Eine Woche später habe ich gehört, dass er da angerufen hat, hat nach allen anderen Flyern gefragt, nach dem ganzen Bibelstundenmaterial. Da habe ich gedacht so, Amen. Amen. Es gibt noch ein paar andere Erfahrungen, vielleicht erzähle ich eine, die jetzt auch die Woche war. Bei der Arbeit musste ich diese Woche bei der Produktion helfen, weil wir sind wenige Leute. Und da ist einer, der schon vegan geworden ist wegen mir, aber eigentlich nicht wegen mir, weil ich bete, ja, zu Gott eigentlich war es er. Der kauft jetzt immer vegane Produkte und so. Ja, cool. Der mag auch kein Fleisch mehr, der schmeißt weg. Ich dachte, ne? Und jetzt musste ich mit ihm zusammenarbeiten für 2 Tage. Und normalerweise ist es so, und er hat auch immer irgendwie Schlafprobleme nachts. Ich habe gesagt, bete doch mal. Ja, das vergesse ich immer. Der wacht immer auf und ja. Und wenn er mit anderen arbeitet, dann ist immer so, dass sie sich so Filmzitate und so immer wieder gegenüber, ja, reden. Ich dachte so, was für eine Verschwendung von Potenzial eigentlich. Was für eine Verschwendung, Filmzitate sich im Gehirn zu speichern, statt die Bibel dachte jedes Mal. Und da hat er mich gefragt, Ferdi, hast du das Gedicht, kennst du dieses eine komische Gedicht und so? Ja, habe ich ihn ausgedruckt, habe ich ihn gegeben. Habe ich dann gedacht so, boah, ich werde morgen mit Ihnen einen Bibelvers einfach durchgehen. Ich habe zu ihm gesagt, ich bringe dir morgen einen Bibelvers mit. Das lernen wir dann auswendig. Also war ich dann da, das war jetzt am Mittwoch. Und ich dachte, welchen Vers soll ich ihm denn zeigen, geben, wenn er schon so einen nimmt? Habe ich gedacht, wo das ganze Evangelium drin steckt. Und das bekannteste, Johannes 3,16. Wenn er wenigstens das hat, nichts anderes, damit kann er schon alles anfangen. Also habe ich ihn gegeben und wir haben es gemeinsam den Tag über wiederholt, gelernt. Am nächsten Morgen kommt er zu mir, fertig, ich habe noch nie so gut geschlafen wie heute. Ich habe noch nie so gut geschlafen. Siehst du warum? Halt das. Und dann hat er es mir auswendig voll gesagt. Und komplett. Ich habe ihm auch gesagt, wo es steht. Er hat auch gesagt, Johannes 3, Vers 16. Dachte ich so, Amen. Ja. Wisst ihr, Leute, Gott sagt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Die Antwort steht hier drin, 8, Vers 6. Ihr müsst selber lesen, 6, Vers 8. Ja. Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Amen. Bevor ich bete, will ich noch was klarstellen. Ich halte den Sabbat heute nicht nur, um Satan zu ärgern, sondern weil Jesus, der Sabbat, Herrn ist. Ja? Großer Gott, Vater im Himmel, vielen Dank für die Gemeinschaft, die du hier hast. Vielen Dank für dein Wirken in uns. Vielen Dank, dass du uns deine Wahrheit gegeben hast. Gott, viele Menschen haben sie gar nicht und kennen sie nicht wirklich. Ich bitte dich, dass du einen jeden von uns hier sendest. Denn du hast gesagt, wen soll ich denn senden? Wer wird für uns gehen? Gott, wir sind hier. Sende mich. Ja. Da, wo wir sind. Bei der Arbeit, in der Familie, draußen die fremden Nachbarn. So bitte ich, Herr, dass du hier uns hilfst, dass wir mit offenen Augen, Herzen durch die Welt gehen und dein Licht weitergeben. Das Brot teilen.
In Jesu Namen. Amen.